Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Beim letzten Mal hat sich der Frosch Mello uns angeschlossen, der nicht aussieht wie ein Frosch, aber naja, was willst du machen? Es ist halt, wie es ist. So, der Mello wurde beklaut von diesem komischen lila Krokodil, das wir noch letzte Folge gesehen haben. Da müssen wir gucken, wo das ist. Mario, ich muss dir ganz dringend was erzählen. Was denn? Hier ist eben jemand Komisches vorbeigerannt. Jemand ganz Komisches. Habt ihr ihn gesehen? Hui. Wie sah der denn aus? Ungefähr so? Genau. Das war er. Kein Zweifel. Das war mein Groschendieb. Und sie haben den Kerl einfach laufen lassen? Laufen lassen? Ach, wohl laufen konnte der von selbst. Voll schnell sogar. Du da, sofort stehen bleiben. Ja, wo was? Ihr Stümper könntet nicht meine Weinbergschnecke fangen. Sayonara, ihr Schnarchnasen. Ja, das war ja. Los, Mario, ihm nach. Okay. Ja, Mario, nimm lieber das mit. Weltkarte halten. Wähl im Menü Weltkarte aus, so kannst du in Windeseile an bestimmte Orte zurückreisen, die du bereits entdeckt hast. Okay, praktisch, das gab es früher nicht. Sprich, wenn ich jetzt hier Weltkarte gehe, kann ich einfach so... Okay. Sag ich jetzt, ich will Marios Haus, kann ich Marios Haus... Okay. Das gab es meines Wissens nach im Original nicht. Cool. Cool. Der Diebespfad. Da ist er. Das ist er. Das ist der Kerl. Und die Grosch hat es sicher auch in seinem Sack. Los, Mario, auf ihn. Was willst du denn, Sahneklecks? Pfff, nicht mal als unschuldiger Räuber hat man seine Ruhe. Okay. Aber immer hier ein paar Gummis platt machen und so. Sind alles Erfahrungspunkte und wir können jetzt auch gucken, was Mello für Fähigkeiten hat. Dein Blumenpunktekonto gilt nicht für einzelne Helden, sondern für die gesamte Gruppe. Plane also klug, wer mit Spezialtechniken angreifen oder heilen soll. Okay. Ich könnte mich irren, aber ich bin der Meinung, das war früher anders. Ich bin der Meinung, früher war es so... jeder hatte seinen eigenen Pool an Fähigkeiten. Aber das ist, wie gesagt, halt auch sehr, sehr lange her. Das könnte auch sonst viel gewesen sein. So, wir haben Gedankenleser. Erfahre, wie viele KP dein Gegner hat. Drücke A für weitere Geheimnisse. Oder Blitzgewitter. Setze alle Gegner unter Strom. Drücke A kurz vor Ende des Blitzgewitters. Okay. Wir probieren mal den Gedankenleser. Anfällig für Feuer, Furcht, Gift, Schlaf und Stille. Und hat 16 KP. Okay. Gut. Kannst du mal Abwehr machen? Und bei dir probieren wir jetzt das Blitzgewitter. Art kurz vor Ende. Ich weiß ja nicht, wann Ende ist. Dabei ist quasi Ende. Okay. Gut. Okay. Ich habe aber im Kopf, dass ich Mello nicht ewig im Team hat, was Frosch hat. Okay. Machen wir einen Platt. Irgendwie. Sehe ich das richtig, dass wir eine Hilfe haben, wann wir A drücken sollen, je nachdem, wann dieses Ausrufezeichen da erscheint. Über den Köpfen. Doch, das ist auch neu. Aber ja, das kommt hin, damit ich halt auch weiß, wann ich drücken muss. Na, so vorher noch gar nicht aufgefallen jetzt hier. Guten Tag. Und alles herumlaufen Erfahrungspunkte. Wenn wir halt dann nochmal durch das Gebiet durchlaufen, dann mache ich jetzt nicht nochmal alle, aber... Na so, Mann. Ist mal durch. Wir müssen auch Erfahrungspunkte sammeln, ne?
Anders geht's ja nicht. Angriff erhöht. Okay. Ich meine, dass sich alle halt einen großen Mana-Pool teilen, ist ja grundsätzlich auch gar nicht mal so verkehrt. Und macht halt alles nochmal eine Ecke einfacher. Mario hat die Technik Feuerball erlernt. Feuer frei, drückt er wiederholt A. Und wir wollen mal Kraft. Mehr Kraft ist mehr Kraft. So, testen wir mal gleich hier den Feuerball mal aus. Techniken. Feuerball. Das große Ding da. Perfekt. 106. Also gut, er war anfällig. Viele Monster sind gegen bestimmte Elemente besonders anfällig. Greifst du sie mit diesen Elementen an, erleiden sie extra viel Schaden. Aber es war schon heftig. Ich habe gerade erst mit dem Spiel begonnen und schon dreistellige Zahlen. Läuft. Okay. So, einmal zwischendurch mal wieder speichern. Weil ich es kann. Okay. So, wo ist der Kroko? Da ist der Kroko. Hier schon wieder. Gut, dass eure zarten Beinchen nicht zum Springen gut sind. Bis dann, Zartbeinchen. Ja, das kriegen wir gleich hin. Oh, Geheimschatz ist irgendwo in der Nähe. Nö. Frage ist jetzt. Ausrüstung. Mach mal hier den Dingens hin. Und hier, du kannst doch bestimmt hier den Alarmring tragen. Wird es dann trotzdem angezeigt? Tatsächlich, okay. Ja, dann kann Mario gleich die besseren Dinger tragen. Macht mehr Schaden und so. Aber wo jetzt hier der Geheimschatz ist, ich habe keine Ahnung. Könnte überall sein. Mal schauen. Erstmal gucken, was seid ihr denn für welche? Ein Hunderlich. Verwunderlich ein Hunderlich. Es wird aber nicht mehr jedes Mal ein Ausrufezeichen angezeigt, wenn ich drücken soll. Was aber auch nicht schlimm ist. Das kriegen wir irgendwie raus. Jo. Ach, ich darf gleich nochmal. So einfach sind Hunderlich für Wunderlich auch schon down. Okay. Ist auch kein Schatz. Irgendwo soll es ja sein. Oh, da habe ich irgendwas weggedrückt. Mellowdown. Mellowdown, Mellowdown, das ist keine Übung. Ich glaube, dann kriegt er keine Erfahrungspunkte. Nicht abwehrbar. Das ist ja toll. Ich glaube, das senkt meine Angriffskraft oder so. Kann das? Ich glaube ja. Halten auch gerade sehr viel aus. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich gerade keinen Schaden mache. Okay. Rufen wir mal Toad. Der kann ja helfen. Was ist das? Ein Pep-Pilz. Okay. Hab mich wieder hochgeheilt. Mein Angriff erhöht. Aber auch irgendwie nicht. Und wir haben alle Gründe mitzuhalten. Eine Froschmünze, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und Mellow hat ein Level Up. Hat er doch noch Erfahrungspunkte gekriegt. Ich glaube, früher war es wirklich so, wenn sie tot sind, kriegen sie keine Erfahrungspunkte.
Mello hat die Technik KP-Regen erlernt. KP-Auffrischung gefällig, drücke A, kurz bevor der Ring endet. Okay, kriegst du ein bisschen Magie dazu. Und dann passt das schon. Und gleich der nächste. Ja, das hat er geklappt. Okay, er lebt noch. Feuerball. Marsch. Ah, ich fahr zu langsam. So, du kannst KP-Regen machen. Auf dich selbst. Okay. Starker Feind steht dran. Deswegen hält er auch so viel aus. Oh nö. Mach doch nicht so. Extra Zug. Läuft. Nicht davon, aber läuft. Du kannst beim Erkunden der Spielwelt durch Drücken von Y Spezialtechniken einsetzen, um dich zu heilen. Okay. Das ist ja schön. Okay, da kommen immer wieder neue. Aber meine Frage ist ja, wo ist jetzt hier der Geheimschatz? Ich meine ja nur, muss doch irgendwo sein. Wenn es hier einen geben soll, muss es ja einen geben. Ach, frag mich nicht wo. Ups. Töte ich hier mehr von den Dingern, einfach nur weil ich wissen will, wo ist denn der Schatz? Nein. Es soll ihn ja irgendwo geben, aber die Sache ist halt wo. Da suchst du dich ja dumm und dämlich. Auch bei auffälligen Spots, sag ich mal, ist es ja nicht. So irgendwie über eine Blume oder keine Ahnung was, in bestimmten Buchten oder keine Ahnung. Kann natürlich jetzt auch noch danach sein in dem Bereich, ne? Schön, wie ich hier die Jump-Run-Passagen einfach auch gar nicht hinkriege. Vielleicht irgendwo hier? Auch nicht? Saftladen. Gibt's nicht. Es gibt keinen Geheimschatz. Geheimschatz ist eine Lüge. Bin bestimmt einfach so ganz knapp dran vorbeigesprungen. Da ist er immer der Koko. Wie auf den noch. Aber macht doch keine Hoffnung. Mich kriegt ihr Schleichbrüder nie. Wir kommen gar nicht von der Firma Schleich. Oh Gott. Hat er mich einfach hier standardmäßig angegriffen, ich glaube, zack. Mach mal Abwehr. Ach, du kannst jetzt kein Blitzgewitter. Da fehlt doch ein bisschen Zeug. Na gut. Muntermacher. Belebt einen Verbündeten wieder. Ah, okay, das macht der Muntermacher. Gut. Der wurde mir vorher gar nicht in dem Menü da angezeigt. Weil es halt keine Items sind, die ich einfach so in der Welt benutzen soll. Okay. So, was ist mit dir? Er läuft da lang. Hey, guten Tag. Lauf doch nicht weg. Das sind so schön einfache Gegner. So, ich wollte ja eigentlich nur mal rumschauen, aber die können wir auch mal eben schnell erledigen.
Insbesondere, wenn du mich reinrennst. Machen wir einmal den da. Er hat es hinter sich. Jetzt noch die kleinen Dornies hier. Starker Feinstand dran. Glaube ich ja nicht. Siehst du? Easy. Da ist er. Wo willst du jetzt hin? Da? Oh nein, ich wurde aufgehalten. Ihr Schweini. Oh. Jetzt ran da. Ist immer noch nicht tot. Dahin. Gucken wir mal, was wir vielleicht hier noch haben. Vielleicht gibt es hier eine tolle Kiste. Ach, guck mal. Mit so einem Hundi da drunter. Mehr als nur ein Hundi. Aber Hundi machen wir zuerst platt. Oh, ist auch zuerst umgefallen. Öl. Mal den an. Kannst du dem hier den Rest geben? Sieht gut aus. Wir wurden geheilt. Sehr schön. Das freut mich. Das freut mich. Ein Pilz. Oh, ein Pilz. Oh, wir haben auch, das war so ein Pilz, ne? Der halt Mana und Leben wiederherstellt, ne? Okay. Ja, kannst toll springen, ne? Wenn dich bezahlt fürs Nerven? Ah, dabei hätte ich mir die Truhe dort nur zu gern unter die Kralle gerissen. Die hole ich mir jetzt. Guck. Oh. Ja, wir haben einen Superstern, mit dem wir unbesiegbar werden für eine kurze Zeit. Und jedes Mal, wenn wir damit Gegner umhauen, kriegen wir halt auch deren Erfahrungspunkte, die wir halt im normalen Kampf dafür kriegen. Mega gut einfach. Mario ist nur noch Level 4. Für mehr Kraft. Jo. So, dann versuchen wir mal die Truhe da hinten auch noch zu kriegen. Bitte warten. Bitte warten. Und noch ein Blümchen. Okay. Ja, lässt aber nicht locker das Pack. Und obendrauf ist dort noch eine vorne, ist da vorne noch eine Sackgasse. Ich weiß, ich versteck mich. Ich glaube, wir wurden mal verstecken. Wie gemein. Hast dich irgendwo verkrochen? Hör mal, Mario. Wenn wir ihn finden, dann versuchen wir am besten, uns irgendwie von hinten an ihn ranzuschleichen. Das ist der Plan. So. Und da. Ah! Wollt mich schnappen, wie? Aber nicht mit mir. Ah, Kuppel fliegen doch einfach nur. Und da. Ja, seid ihr ganz schön helle wie zwei. Aber ich bin heller. In dem Tempo braucht ihr 100 Jahre, bis ihr mich schnappt. Na, wollen wir mal sehen. Ah, wollt ihr mich schnappen, wie? Bitte warten. Ich glaube, da muss man jedes Mal wieder von vorne machen. Deswegen, glaube ich, dreimal dann erwischt haben.
Guten Tag. Ja, ganz schön schnelle. Aber ich bin schneller. Ihr braucht 50 Jahre, bis ihr mich kriegt. Guten Tag. Ja, ganz schön sensationelle, ihr zwei. Aber ich bin sensationeller. In dem Tempo braucht ihr noch... ist gut, gib mich angeschlagen. Ihr kriegt den wieder, euren Groschen. Ich hole den rasch aus meinem Säckchen raus, in Ordnung, wird gar nicht lange dauern. Na sowas, ich habe ja ganz was anderes für euch gefunden, und zwar Backpfeifen. Okay, dann machen wir mal den Kroko platt. Haben wir da vielleicht noch eine tolle Tod-Hilfe? Tod, wie auch immer. Ah, noch so ein Pfiffikus-Pilz. Okay. Dann machen wir mal. Den machen wir nicht. Wir machen einfach einen Angriff. Daneben, natürlich. Dann machst du jetzt aber Technik. Feuerball. Nein. Autsch. Daneben. Kroko löscht seinen brennenden Schwanz. Dann halt nochmal. Feuerball. Ich krieg die Leiche nicht mehr voll. Sauerei. Seltsamer Pilz. Der heilt sich einfach mal um 60 Punkte. Kannst du es wagen? Nein. Du dumme Schuppennase. Gib sofort Opas Groschen her. Und davon haben wir doch schon ein paar gesammelt. Ach, Frechheit. Das hatte ich dir ein, du liederlicher Knubbel. Haltet euren blöden Groschen doch. Ich mach mich davon. Arrivederci, ja, Ableuchter. Hurra, wir haben ihn. Und der Frosch hat ein Level Up. Wir kriegen Blumenkapsel. Läuft. Yay, Level Up. Und du kriegst jetzt auch noch mal ein bisschen Magie. Für die magischen Effekte und so. Endlich haben wir Opas Groschen wieder. Ach, ich bin ja so froh. Danke, Mario. Endlich kann ich meine Besorgung erledigen. Na nun, schau doch mal. Der Krokoschuft hat da doch glatt einen Geldbeutel liegen lassen. Geldbeutel gefunden. Ich muss jetzt dringend zurück zum Geschäft vor dem Palast. Kommst du mit, Mario? Wir können ja dann eine neue Weltkette einsetzen, damit reisen wir blitzschnell zum Pilzpalast. Okay, dann, Weltkarte. Pilzpalast, yo. Und es ist inzwischen Nacht geworden. Und da hüpfen so ein paar Shy Guys herum. Was es damit genau auf sich hat, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Super Mario RPG. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.